whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute probieren wir mal was Neues. Heute machen wir Frage- und Antwortstunde. Ja, nicht live, erstmal nur offline. Und wenn Sie mir eine Frage stellen wollen, dann können Sie das ja auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen, aber auch bei uns im Forum stellen. Und ja, wer das noch nicht weiß, man macht das normalerweise mit dem sogenannten Hashtag. Das heißt, man hat diesen kleinen Gartenzaun und schreibt dann dahinter whisky.de. So, das funktioniert so, wenn man nun irgendwo sucht in seinem Social Media, dann gibt man ein, dieses Hashtag, dieses Rautenzeichen, whisky.de, und dann kriegt man alle Beiträge aufgezeigt, wo dieses whisky.de drinsteht. Ja, und dann tut man sich leichter, diese Fragen zu suchen, weil das Social Media ist so groß geworden und ich kann nicht mehr überall mitlesen. Das ist eine Wahnsinnsarbeit, wenn man hier halbwegs am Ball bleiben will. Also wenn Sie Ihre Fragen an mich weiterbringen wollen, einfach Hashtag whisky.de und da schaue ich dann drüber. Ja, und hier habe ich nun ein paar Fragen, die mich jetzt auf klassische Art und Weise, zum Teil per E-Mail, zum Teil im Forum und so, erreicht haben. Und ein paar davon will ich jetzt mal hier vorlesen und dann auch gleich beantworten. Und dann schauen wir mal, in was für einem regelmäßigen oder unregelmäßigen, ja, Schedule, wie es so schön auf Deutsch heißt, wir das hinbekommen. So, also hier die erste von einem Christian, und der schreibt: Hallo Herr Lüning, ich habe mir einige Ihrer YouTube-Beiträge angeschaut, vielen Dank dafür, darunter auch den über Jim Beam Devil's Cut. Hier blende ich Ihnen das Video dazu ein. Da geht die Familie Beam bei, löst nach der Lagerung die im Fass verbliebenen Aromastoffe heraus und fügt sie dem Whisky wieder zu. Das Ergebnis soll laut Ihrem Video gut sein. Ich habe da allerdings noch eine andere Befürchtung, nämlich, dass eben diese Aromastoffe bei der nächsten Fassbefüllung fehlen. In irgendeinem Ihrer YouTube-Beiträge haben Sie, glaube ich mal, beiläufig erwähnt, dass ein Whisky fast ca. 30 Jahre läuft. Was ist Ihre oder wie ist Ihre fachkundige Meinung dazu? Einige Dinge, die Familie Beam macht da relativ wenig. Sie haben da das Aushängeschild in der siebten Generation, glaube ich. Aber das ist im Prinzip ein Riesenkonzern. Und dieser Riesenkonzern muss sich an gesetzliche Auflagen halten. Und diese gesetzlichen Auflagen heißen in USA immer neue Fässer verwenden. Man darf Fässer in USA nicht wieder befüllen. So, und damit hat sich die Frage schon erledigt. Denen ist das egal. Wenn Sie da mehr rausholen und diese Aromen für später fehlen, jo, unser Jim Beam Whisky ist gut. Nach uns die Sintflut. Will ich jetzt so nicht sagen, gibt es sicherlich noch ein paar Verzwängungen, weil so einige Brennereien in Schottland, die gehören zu Jim Beam. Also auch da hat es sicherlich einen Einfluss nach hinten raus. Aber primär sollte es der Firma Jim Beam egal sein, ob man aus diesem Fass nur noch mehr rausholt für den Geschmack oder aber auch nicht. Gut, das war die erste Frage. Die zweite. Ein Thomas schreibt: Nachdem ich mittlerweile eine Vielfalt an verschiedenen Whiskys probiert und jede Menge Ihrer Videos gesehen habe, vielen Dank dafür, möchte ich nun ins Land des Whiskys reisen. Ich reise mit zwei Freunden nach Schottland. Entschuldigung. Wir wollen dort einige Brennereien besuchen, immer gute Idee, und wandern gehen, noch bessere Idee. Wir fragen uns, wie wir das mit der Unterkunft am besten machen. Wir sind auf der Suche nach etwas Preiswertem. Ja, wir planen eine Whisky-Wanderung in der Gegend um Craiglachie, Dufftown, Aberlour. Dorthin kommen wir mit dem Mietwagen. Können Sie uns zur Unterkunft etwas empfehlen? Bed and Breakfast, Hostel, vor Ort auf gut Glück oder lieber vorher etwas buchen? Und wo gibt es überhaupt günstige Unterkünfte? Jo. Meine allgemeine Erfahrung in Schottland ist, Hotels entsprechen nicht dem Standard, den wir gewohnt sind. Vor allem nicht zu dem Preis. Ich habe dort auch schon mal in einem Bett gelegen, wo ich meinte, dass ich nicht der Erste war. So, die Zeiten werden besser. Auch in Schottland wird es besser. Diese übelsten Erfahrungen sind schon lange her. Aber am schönsten und am authentischsten und ja, wirklich mir persönlich am liebsten sind Bed and Breakfast.
Und jetzt ist es natürlich schwierig. Es gibt Webseiten, müssen Sie mal ein bisschen suchen, gibt es Bed & Breakfast-Verzeichnisse, da schaut man dann da durch. Aber von dieser Papierform drauf zu schließen, ist immer ein bisschen schwierig. Für mich hat es so ergeben, wenn ich in Schottland unterwegs bin, gehe ich grundsätzlich in Bed & Breakfast und dann schaue ich, wie sieht das Haus von außen aus. Wenn da der Rasen toll geschnitten ist, die Osterglocken blühen, Geranien wachsen und. Das Haus ist lieb und nett gestrichen. Dann merkt man, da ist jemand drin, der kümmert sich. Der kümmert sich um sein Anwesen, der kümmert sich darum, dass das schön aussieht. Und dann können Sie, Gift drauf nehmen ist immer das falsche Wort, dann können Sie sich sicher sein, dass auf der Innenseite des Hauses das nicht viel anders aussieht. Da können Sie mal eine hässliche Matratze erwischen. Jo, kommt vor. Oder auch Blümchentapete und was alles dann nur die Schotten gerade schön finden. Aber man kümmert sich. Und das ist eigentlich das Gute. Und man kann von außen auf die Qualität des Inneren schließen. Wir machen es immer so, wir fahren so weit, wie wir kommen. Und dann fangen wir so gegen 15 Uhr, fangen wir an, ein Bed & Breakfast zu suchen. Dann findet man eins, schon voll. Dann kommt man zum nächsten, da gibt's was. Und dann schaut man das an, nimmt man. Sagt, die führen einen auch gerne hoch und zeigen einem das Zimmer. Da kann man sich auf die Matratze setzen und gucken, ob es nun weich genug oder hart genug ist, was immer man will. Preise sind massiv gestiegen. Liegt hauptsächlich daran, dass man dort ein fettes Frühstück bekommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Da kriegen sie also Würstchen und Rührei und Zeug. Also vollgeladen bis zum geht nicht mehr. Was so nicht meinem Frühstückswesen entspricht, sodass es für mich also so ein Bed & Breakfast immer teurer ist, als ich es gerne hätte. Aber wer morgens ordentlich reinhaut, der kommt damit über den ganzen Tag. Ne? Dann braucht er noch einen Cookie mittags und einen Tee und das war's dann bis zum Abendessen. Und dann kommt man mit dem Preis auch, kommt man dann auch hin. Wenn man nun zu spät nach dem Zimmer gesucht hat und findet keins mehr, dann macht es Sinn, zu einem Schönen zu gehen, da zu klingeln und da steht zwar draußen No Vacancy und dann fragt man, kennst du nicht jemanden, der noch ein Zimmer frei hat? Und dann sagt die, die Cousine Martha, die hat da noch was und so. Dann ruft die da an und fragt und da sagt sie, eigentlich wollte sie nicht vermieten, was aber nur für einen Tag, das macht sie, weil am Wochenende wollte sie erst wegfahren und so und dann telefonieren die rum und dann kriegt man was. Also da ist man wirklich noch auf dem Land und die Leute sind gut vernetzt und da gibt es was. Ne? Also Bed & Breakfast, wunderbar. Jetzt zu sagen, wo besonders dahin, ich erinnere mich nicht daran, wie diese Bed & Breakfast hießen. Diese Regel, schaust du dir von außen an, da wird es innen schon stimmen, das passt. So, wichtig dabei ist, früh genug suchen und dann hat man aber, wenn man das Zimmer belegt hat, am Abend noch Zeit und kann dann mal einen kleinen Spaziergang durch ein Dorf machen. Da kann man sogar noch, weil es lange hell bleibt im Norden im Sommer, kann man sogar noch eine ordentliche Wanderung hinterher machen. Wenn man um 3 oder um 2 sein Bed & Breakfast bezieht, dann hat man nachher hinten raus noch 5-6 Stunden, wo man was tun kann. Tja, nächste Frage. Es ist mal wieder soweit, ich brauche wieder etwas Nachschub. Möchte mir 3 neue Flaschen zulegen, habe etwas gestöbert und eine Vorauswahl getroffen. Und schwanke ich hin und her, hoffentlich nicht vom Whisky, und kann mich nicht so recht entscheiden. Geschmacklich liegen wir beide, also der Schreiber und ich und meinen Videos, relativ nah. War mit ihren Lieblingswhiskys, zum Beispiel Glenmorangie, Quinta Ruban, Balvenie Doublewood 12 Jahre, Aberlour Select Cask Reserve 15 Jahre, Glenfarclas 15 Jahre, immer sehr gut beraten. Können Sie mir vielleicht bei der Entscheidung helfen? Vielleicht mit kurzer Begründung. Meine Vorauswahl, Dalwini 15 Jahre oder Highland Park 12 Jahre? Oh, schwierige Frage. Dalwini ist unter den preiswerten Whiskys einer der ältesten und da kriegt man was für sein Geld. Highland Park mit 12 Jahren, auch nicht teuer, nicht ganz so alt. Highland Park, mehr Sherry-Fass-Einfluss, ganz leichten Raucheinfluss, macht den Whisky sehr, sehr interessant und vor allem nicht gefärbt. So, und deswegen zwischen Dalwini 15 Jahre und Highland Park 12 Jahre würde meine Auswahl zum Highland Park 12 Jahre fallen, wobei geschmacklich beide hochinteressant sind. Die Entscheidung würde also hier nicht jetzt nach dem Geschmack fallen. Strathyla 12 Jahre oder Dalmore 12 Jahre? Ich bin ein Fan von Strathyla, komme ich gar nicht drum rum. Also hier wäre es Strathyla. Einer meiner ersten
Whiskys, die ich probiert habe. Das waren, habe ich bei den Eckpfeilern der schottischen Whisky-Industrie genannt. Ja, der eine Eckpfeiler ist gerade weggebrochen, der McKellen 12 Jahre Sherryfass. Da habe ich dann meinen eigenen Eckpfeiler, nämlich Strathyler 15 Jahre, die jetzt damals unabhängig abgefüllt von Gordon McPhail gab, dazugegeben. Und das hat mich dann doch so stark beeinflusst und ich habe so schöne Strathyler Whiskys probiert. Hier fällt meine Wahl auf Strathyler. Wenn Riach Tawny Port 15 Jahre oder Tomintowel Portwood 12 Jahre oder Talisker Port Rook, wie alt oder Port Tree, wie alt ist der etwa? Zur Frage mit dem Alter gibt es hier ein Video für Whiskys ohne Altersangabe. Der ist 3 Jahre und ein Tag gesetzlich. Ob er was mehr hat, man weiß es nicht. Und vor allem, was dann da an irgendeiner Stille Post läuft, kann man nicht glauben. Ne? Wie alt die sind, steht nicht drauf, dann weiß man es nicht. Und was haben sie davon, wenn man sagt, der Whisky ist 10 Jahre alt und dann haben sie 3 Fässer ganz junge in die Charge mit eingewählt. Also vom Alter her, keine Ahnung, steht nichts drauf, können sie nichts annehmen. Wenn Riach Tawny Port ist für mich immer eine ganz gefährliche Sache, finde ich super toll und heftig. Tomintowel Portwood 12 Jahre, den glaube ich, habe ich ganz gut in Erinnerung, wenn ich mich da richtig erinnere. Und der Talisker Port Rook, der war auch nicht schlecht, er war aber ein bisschen jung. Und natürlich Chili Catch bzw. pfefferig, würzig. Rauchig. Also ich würde die drei nicht miteinander vergleichen wollen. Der Talisker Port Tree ist ein ganz anderer. Also zwischen Benriach Tawny Port und Tomintowel müsste ich fast würfeln, aber der Benriach, der war also richtig gut und 15 Jahre alt, da würde ich eher den nehmen. 2 andere Fragen. Bleibt beim Glenfarclas 18 Jahre der Preis stabil oder wird er womöglich bald teurer? Ja, wenn ich das wüsste, müsste ich hier keine Vorträge halten. Nein, Spaß beiseite. Die Preise sind in Schottland gerade derzeit heftig in Bewegung und niemand kann so wirklich sagen, wo sich welche Preise hinbewegen. Wir versuchen, über unseren Katalogpreis für ein Jahr die Whiskypreise konstant zu halten. In letzter Zeit funktioniert es immer schlechter. Seitdem der Euro da ein gutes Stück abgewertet wird, wird das Pfund teurer und damit auch der Whisky teurer. In Großbritannien läuft die Inflation, damit sie ihre Währung wieder stabilisiert bekommen, die Staatsschulden wegbekommen. Also auch da wird es teurer. Also schottischer Whisky wird momentan heftig teuer. Ob der da nun bleibt, ein spezieller, ich kann es nicht sagen. Wissen wir nicht. McKellen Amber, Glendronach Revival oder Dalmore 15 Jahre. Welchen finden Sie am besten? Den Amber fand ich ziemlich gut. Den Glendronach Revival eigentlich noch besser. Der Dalmore 15 Jahre, wundervoll komplex. Also hier stürzen sie mich in ja wirklich Auswahlschwierigkeiten. Nee, kann ich nicht sagen. Also, alle drei, kein Fehlgriff dabei. Kaufen Sie alle drei. Jo, ja, irgendwie muss ich aber Geld verdienen. So, jetzt die letzte Frage für heute. Und die ist reichlich schwierig, wird noch ein bisschen dauern, bis ich das erklärt habe, von einem Pascal. Hallo an das Team. Ich habe mal eine Frage an Sie und hoffe, dass Sie mir weiterhelfen können. Die Frage bezieht sich jetzt aber auf persönliches Empfinden, persönlicher Meinung von Ihnen. Jo, gebe ich hier immer gerne. Es handelt sich um Ardbeg. Mein Bruder und ich haben verschiedene Whiskyhersteller mit Altersangaben. Grob gesagt 10 Jahre plus minus ist ja meistens der Hauswhisky eines Herstellers, wobei er hier Whisky immer mit EY schreibt. Also ganz der Malthead, der Freak ist er nicht. Er hat aber schon eine Lieblingsbrennerei, beziehungsweise in seinem Umfeld sind Lieblingsbrennereien schon bekannt. Bitte genau das Etikett lesen, kriegt man mit, dass da Whisky ohne E vom Y steht. Man möchte aber einen guten Gereiften mit mehr Vielfalt, schaut man doch schon auf einen 18-Jährigen, plus minus ein paar Jahre. Jetzt kennt man den 10-Jährigen Ugedal, Corey Bracken, Eric Nambeist, ja, der ist lange weg. Nach meinen bisherigen Kenntnissen, eigentlich nur knapp über Anfänger, würde ich sagen, kann man abgesehen vom Ten die anderen auch, was deren Preisklasse trifft, als 18-Jährigen plus minus deuten, wenn man andere Hersteller vergleicht. Jo, vom Preis schon. Nicht vom Alter, vom Preis schon. Des Weiteren, was die jährlichen Abfüllungen des Ardbeg betreffen, Alligator, Galileo, Ardbeg, Auriverdes, viele, die ihn probieren und sich auskennen, sagen, wow, jetzt rein, was in dem Whisky steckt und die Reife angeht, diese Vielfalt etc. Geschmack ist was Persönliches. Also für dieses Geld und diese Vielfalt etc. ein super Whisky. Andere zweifeln und sagen, naja, wer weiß,
weil sie keine Angaben machen, ob da nicht hochgradig geschummelt wird. So gut Artback-Produkte sind, wenn man andere vergleicht, die jährlich abfüllen, sind die ja bekanntlich so 12 bis 13 Jahre alt. Da kann man solch eine Intensität und Vielfalt nicht finden. Aber alt können sie auch nicht sein, sonst wären sie um einiges teurer womöglich. Jo, stimmt. Ich denke, Sie verstehen, was ich meine. Jetzt meine Frage an Sie. Was würden Sie nach Ihrer jahrelangen Erfahrung und so vielen Tastings, vermutlich plus minus, wie viele Jahre diese Abfüllung etwa haben? Rein aus Ihrem Bauchgefühl. So. Diese Whiskys haben ein Alter von 3 Jahren und einem Tag. Klingt jetzt hart, ist aber gesetzlich so. Sie müssen sich einen Whisky nicht vorstellen wie, ich nehme einen mit 14 Jahren und schreibe kein Alter drauf. Das ist nicht der Weg, wie abgefüllt wird. Der Weg ist, man sucht Fässer aus, die da sind. Man kann ja nicht nehmen, was nicht da ist, die man sich vielleicht für einen besonderen Zweck zurückgelegt hat, die man vielleicht besonders nachgereift hat, oder? Die versucht man dann abzufüllen und merkt, oh, dem fehlt was. Der braucht noch ein bisschen mehr Feuer. Und dann geht man hin und füllt einen Jungen mit ein. Der peppt den dann hoch. Oder aber, das heißt, ah, der ist ein bisschen scharf und fehlt ein bisschen Frucht. Tu mal ein Sherryfass rein. Ach, so alten Sherryfass haben wir nicht. Nimm mal ein jüngeres Sherryfass. Es kommt auf den Sherry an und nicht auf den Whisky. So, und nun gibt es da einen Masterblender, der blendet das alles zusammen. Und nun kommt am Ende was hübsch Komplexes raus. Aber vom Alter, gesetzlich, müsste man das jüngste Fass draufschreiben. Wenn man nun ein Fass unterfüllt, jung. Jetzt sagen die, ja, kann man nicht hingehen und sagen, wie alt die meisten sind oder Prozentsätze angeben. Und genau an der Stelle hat die Scotch Whisky Association sich über alle Hersteller verständigt und dann einen Gesetzes- oder Verordnungsvorschlag für London gemacht, der dort angenommen wurde, der sagt, keine Verhältnisse von Whiskys in einem oder Einzelaufstellung von Whiskys in einem Single Malt Whisky oder einem Blend. Punkt. Gibt's nicht. Man hat bei einigen Flaschen, die hier aufgezählt wurden, durchaus rausfinden können, wie alt die waren. Da stand nämlich hinten klein geschrieben auf der Schachtel drauf. Das stand bei, jetzt nageln Sie mich nicht fest, ich meine beim Alligator, stand da so 11, 12 Jahre drauf oder so. Oder 11 Jahre stand drauf, ne? Nicht ganz 12. So, also bei ein paar weiß man's. Und aus diesen kann man jetzt darauf schließen, wie die anderen sind. Und da es bei Artback keinen Whisky gibt, der aktuell älter als 10 Jahre abgefüllt wird, ich hoffe, ich bin mit dieser Aussage richtig, ich erinnere mich momentan an keinen, der älter ist, gehe ich davon aus, dass kein Whisky bei Artback abgefüllt wird, der einen erheblichen Anteil an älteren Malt Whiskys enthält. Sicherlich werden einige ältere Fässer immer noch da sein und untergemischt werden, um gewisse Komplexität und so weiter zu erreichen. Aber wenn man ältere Whiskys in großer Menge hätte, würde man einen älteren abfüllen, weil man dafür, wie er richtig sagt, höhere Preise erzielen könnte. So, die Tendenz geht ganz eindeutig hin zu jungem Whisky ohne Altersangabe, den man schnell produzieren kann und den man teuer verkaufen kann. Dafür gibt es dann ordentliche, sehr ordentliche Fässer, ziemliche Auswahl, Varianz an Fässern. Dann gibt es einen höheren Alkoholgehalt meistens. Geht rauf bis nahezu Fassstärke, dass man also mehr für sein Geld bekommt. Ne? Und ordentliche starke Rauchigkeit, die ein gut Stück von der Jugend eines Whiskys auch überdeckt. Also jetzt zu sagen, der Whisky ist so und so teuer, also müsste er 18 Jahre alt sein? Nein, leider nicht. So tickt man nicht. Wir müssen immer dabei feststellen, dass die Whisky-Brennereien in der Hand von großen Konzernen sind, globalen Konzernen mit Milliarden Umsätzen, sind die meisten, also sagen wir so 85-90% der Whisky-Brennereien, sind in der Hand dieser globalen Konzerne. Und bei denen zählt es möglichst geringe Kapitalbindung im Lager, möglichst hoher Umsatz. Ja, und dafür darfst du dann ruhig auch mal Marketinggeld ausgeben und darfst auch ein paar besondere Dinge machen, solange du uns die Lager klein hältst. Das ist wichtig. So, und deswegen muss ich sagen, fehlt mir bei diesen modernen, wie heißt so schön, NAS-Abfüllungen, No Age Statement, keine Altersangabe, fehlt mir oftmals ja, die alte, reife, komplexe Komponente. Das sind super Whiskys mit
enorme Aromenvielfalt, auch ganz weich und super Fassauswahl und so weiter, aber es fehlen alte Komponenten. Wer mal einen richtig alten Artback hatte, wie der angesprochene Regnum Beist oder ein Lord of the Isle, 25 Jahre, da ist mehr Volumen drin. Das ist älter. Und diese Unterschiede kann man tatsächlich schmecken. Ich würde mir wünschen, die Konzerne würden Geld in diese Brennereien investieren, damit sie ein zweites Brennhaus bauen können, dass sie weitere Lagerhäuser bauen können und dass sie über die nächsten 10, 15, 20 Jahre mal sich so einen richtigen dicken Bauch an Fässern anfressen könnten, die man dann in dem Alter entsprechend rausbringen könnte. Das würde ja auch einen Riesengewinn geben, weil so 10 Millionen für eine Brennereierweiterung, das ist für die Konzerne Peanuts. Ne? Und nachher könnten sie dann da aber die 100 Millionen abfischen. Ne? Tun sie nicht, weil die Manager in den großen Konzernen meist, nicht immer, häufig eine geringere Haltbarkeit haben als die Reifedauer eines ordentlichen Single Malt Whiskys. Also die verstehen nicht Single Malt Whisky. Die Brennereien selber haben nun relativ wenig Chancen. Die müssen so und so viel bringen, die kriegen so und so viel Geld zum Brennen. Und dass da ein Manager sagt, oh, ich lege jetzt was zur Seite und ich baue da hinten ein neues Lagerhaus hin und so weiter, nur mit Investitionsantrag und Bestätigung durch das Komitee sowieso. Ja, die sind relativ begrenzt. Die sind Produktionsbetriebe, die von ihren Eigentümern, von den Konzernen abhängig sind. So, zerstört jetzt ein bisschen das ganze Marketinggefüge und Hype, was da aufgebaut wurde. Aber das ist meine ganz persönliche Sichtweise auf die Sachen. So, das soll es jetzt fürs erste Mal gewesen sein. Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie die mit dem Hashtag whisky.de in das entsprechende soziale Medium. Ich schaue da regelmäßig durch und suche nach diesen Hashtags und suche mir dann auch ein paar Fragen raus. Wie Sie jetzt gemerkt haben, mit 3 Fragen kann ich schon ganz schön lange hier antworten. Wenn Sie jetzt die nächsten 300 Fragen stellen bis zum nächsten Video, ja, ich werde nur 1% davon beantworten können. Also tut mir dann aufrichtig leid. Aber ich hoffe, dass das, was ich hier beantworte, dann auch die Fragen von anderen mit beantwortet. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.